Sonne. Mann, 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 da bist du noch in die schönste Träume und schwupps wärst du rausgereist. Ja, das ist jetzt dreimal Katütata am Haus vorbei. Dreimal! Ja, ich denke, das war zuerst der Polizei, dann der Krankenwagen und hinterher der Doktoris, der Notdoktoris. Ja, glaube ich. Also ist bestimmt irgendwas ganz Fürchterliches passiert. Ja, und dann wärst du natürlich aus deinen Träumen gereist. Das habe ich als allererstes mal geguckt, ob bei uns alles in Ordnung ist. Ja, also mein Herrchen, der ist schon ohne trinkt eine Tasse Kaffee. Meine Frau Lienchen, die ist jetzt gerade ins Bad. Also bei uns ist alles in Ordnung. Ja, bei uns ist kein Tatütata. Ist ja wichtig, muss man ja sehen, ne? Ja. Also es ist schlimm. Ist bei uns im Ort, wird aber auch durchgerast, wie die bekloppte Rase, die da durch. Als wenn das eine Rennstrecke wäre. Dann darf man sich doch nicht wundern, wenn hier was passiert. Ja. Mein Frau Lienchen sagt immer, wenn ihr auf die andere Straße seid will, muss ich vorher meinen Personalausweis inreichen und muss um Genehmigung bitten. So rase die hier rauf und runter. Sag ich immer. Ja. Es ist doch vor. Ja, und wenn die Polizei dann immer ein Fotoknips hinstellen tut, um die Raser zu knipseln, also zu fotografieren, ja, und dann tun die Deppe in Facebook, tun die dann schreiben, Achtung, Knipser aufgebaut, aufpassen, lasst euch nicht erwischen. Ja, so kriegen die Raser in 100 Jahren nicht, ne? Und dann muss man sich wundern, wenn man morgens aus dem Bett mit Tatütata geweckt wird, weil irgendwo was passiert ist. Das hat meine Frau Lincha gesagt, richtig nicht so oft. Es kann ja auch sein, dass jemand nur schwer krank ist und muss abgeholt werden. Ja gut, okay, aber da braucht man doch keine Polizei. Sag ich einfach. Also, ist ja auch egal jetzt. Jedenfalls, die Sonne scheint und ich denke, es wird heute schöner da. Ich muss dann gucken, dass ich mal wie immer aus dem Garten bleibe, bevor ich erwischt bin für Andy Lapül. Ja, aber meine Frau Lienchen kennt mein Verschwecke immer noch nicht alle. Also noch habe ich gute Chance. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bleibt mir gesund und rast.